Was war euer grösster Erfolg? Nicht mal ein bisschen groupé, ja, das ist sicher das Double 1997. Wir haben in diesem Jahr den Meistertitel und den Cup auf Sitte erreichen. Speziell in diesem Jahr gesehen, dass die zwei grossen Momente so noch zusammen sind. Nur eine Woche nach den Feierlichkeiten hier unten haben wir gegen Luzern den Cup Sieg dürfen holen. Das werde ich nie vergessen und war sehr speziell und emotional. Quand les gagne les deux, c'était vraiment très très fort, émotionnellement. Was war euer schwierigster Moment? Das war auch das Double 1997. Ich habe im drittletzten Meisterschaftsspiel gegen den FC Basel eine rote Karte gesehen und bin darum nachher in zwei entscheidenden Partien von der Meisterschaft und auch im folgenden Cup-Final gesperrt. Es war super, dass wir der Mannschaft miterleben, die ganzen Emotionen. Und auf der anderen Seite war es für mich persönlich frustrierend, weil ich nicht gleich noch dabei war, wie wenn ich auf dem Feld hängen konnte stehen. Von dem her bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Welcher Club hat euch am meisten geprägt? Forcément, c'est Sion. Das war sicher der FC Sitte. Ich durfte zwar ein schönes Jahr in Zürich und Neuenburg verbringen, aber die 8 bis 9 Saison, die ich in Sitte gespielt habe, sind unvergessen mit dem ganzen Erfolg. Und schlussendlich ist es meine Heimat. De pouvoir faire ça à Sion, c'était. C'est celle qui m'a marqué le plus. Oui. Was ist eure schönste Erinnerung mit der Nationalmannschaft? C'est la participation à la Coupe du Monde. Das war sicher die Weltmeisterschaft 1994. Wir haben im letzten Qualifikationsspiel in Zürich nicht mit dem 14-0 qualifiziert. Und das war damals ein Riesenschritt für die Schweiz, weil ich vorher so lange nicht mehr an einer WM war. Und nachher das mitzuerleben in den USA, wo alles viel größer und spezieller ist, das war speziell und werde sicher nie vergessen. Donc c'était vraiment un super souvenir. Welche Erinnerung in der Nationalmannschaft war nicht so schön? Ich würde sagen, das war die Europameisterschaft 1996, wo wir in drei Gruppenspielen nur gerade einen Punkt holen durften. Das hat mir im Nachhinein ein bisschen hart und da wäre sicher mehr drin gelegen. Wer unser Elfhänger den Preis sonst noch verdient? Il y en a tellement, Puh, das ist schwer zu sagen. Wenn wir von der Wahl reden, sehen wir, dass wir extrem viele gute Fußballer im Wallis hatten und immer noch haben. Wir haben zum Glück so viele gute Fußballer rausgebracht und es wäre nicht fair, jetzt einen Einzelnen zu nennen. On pourrait faire un contingent, on aurait dû faire un contingent de 25, de 30. Là, ça aurait été top, mais d'en élire qu'un, c'est. Franchement, je peux pas donner de nom, quoi. C'est pas juste. Wer ist der beste aktive Walliser Fußballer im Moment? Auch hier kommt es ein bisschen darauf an, ob wir nur die richtigen Walliser in Anführungszeichen zählen. Und auch die Walliser, die im Ausland shooten im Moment. Wir haben im Moment eine Haufen gute Fußballer aus dem Wallis. Aber wenn einer müsste uns abpicken, wäre das im Moment der Bastia Thoma vom FC Sitte, der eine sehr gute Entwicklung durchmacht.